Zuletzt bei Wasteland Medics. In unserem zweiten Teil der Miniserie ging es für uns in ein kleines Urbex-Paradies. Uns erwarteten viele Lampen in ein Hotel, in Explorer-Kreisen auch als Hotel der Lampen bekannt. Ein Highlight nach dem anderen überraschte uns. Für uns ein Ort, den wir so schnell nicht mehr vergessen werden. Wir erkunden immer auf eigene Gefahr. Im Mai machte ich und meine Frau einen kleinen Abstecher nach Sachsen. Wir brauchten mal eine kleine Auszeit vom ganzen Trubel. Naja, dachten wir zumindest. Bekannt ist dieser Ort in Urbex-Kreisen unter ein Gruselkinderheim, doch so gruselig fanden wir es dann doch nicht. Manch alte Gardine flattert in kühler Zugluft zeitlos vor sich hin. Der trübe und verderbliche Schimmer verpasst den langen Fluren und hohen Räumen eine beängstigende Atmosphäre und spiegelt vielleicht das einst Erlebte der hier untergebrachten Kinder wider. Dieses Kinderheim war eines von vielen in der DDR und unterstand der Jugendhilfe unter Leitung von Margot Honecker. Hier wurden Kinder und Jugendliche untergebracht, die nicht den sozialistischen Maßstab im Alltag erfüllten. Und schon wegen geringen Vergehen, Prügel und Erniedrigungen erfuhren. Grund für die Einweisung in solche Heime waren unter anderem Schulschwänzen, Umtriebigkeit oder Aufbegehren gegen das sozialistische Regime. Auch Hochbegabte, die sich in der Schule langweilten und demnach auffällig im Unterricht wurden, konnten in solch ein Heim kommen. Entschieden wurde die Einweisung willkürlich und ohne Gutachten oder einem richterlichen Beschluss durch Lehrer oder anderen Aufsichtspersonen. Die Kinder, die hier einst untergebracht wurden, haben heute sicher keine äußerlichen Verletzungen mehr aufzuweisen. Die inneren seelischen Verletzungen sitzen noch sehr tief. Das Leitbild der Erziehung in solchen Heimen war nach Sowjetvorbild als Kollektiverziehung bekannt. Das heißt, wenn ein Kind einen vermeintlichen Fehler beging oder sich nicht diszipliniert genug verhielt, die ganze Gruppe dafür haftete und Strafen aufgebrummt bekam. Thank you.
Das hatte oft zur Folge, dass so Außenseiter entstanden, die nun noch zusätzlich von der Gruppe Prügel bezogen. Um 1824 errichtete man im Ort ein Landeswaisenhaus des Königreiches Sachsens. Hier sollte mit damals typischen Erziehungsmethoden der sogenannte seelische kranke Wille der Patienten gebrochen werden und diese somit wieder in einem normalen Leben zugeführt werden. Um 1918 wandelte man das Heim in eine Fürsorge- und Erziehungsanstalt für Kinder um. Vor dem Zweiten Weltkrieg quartierte man hier ab 1933 asoziale und arbeitsunwillige Erwachsene ein, in der sogenannten Korrektionsanstalt, wollte man den Patienten umformen. Nach dem Zweiten Weltkrieg funktionierte das Heim von 1945 bis 1960 als Jugendwerkhof. Bis zur Schließung 1989 diente das Heim als Spezialkinderheim für schwer erziehbare Jugendliche. Im Netz kann man über diesen Ort diverse Berichte lesen, ob diese wahr sind oder nicht, können und wollen wir nicht beurteilen. Fakt ist, in diesem Ort steckt eine Menge Geschichte, die erzählt werden sollte. Es soll sich auch schon ein Investor gefunden haben, der diesen Ort retten will. Leider sieht man davon gar nichts. Deshalb wird dieser Ort auch irgendwann von der Bildfläche verschwunden sein.
Wir haben diesen Ort mit einem gemischten Gefühl verlassen. Viele Fragen blieben offen. Ein Ort, den wir so schnell nicht mehr aus unserem Kopf bekommen.